Hallo und willkommen bei EMV Plus. In diesem Video demonstrieren wir Ihnen die Wirkungsweise unserer Schutzschilde. Mit diesem Spektrumanalyzer werden wir gleich messen, wie viel Strahlung von diesem Mobiltelefon sowie von diesen WLAN-Routern ausgeht und ermitteln, was unsere Schutzschilde bewirken. Hier haben wir also einen handelsüblichen WebCube, der UMTS sowie WLAN-Strahlung aussendet, und einen Spektrumanalyzer der Firma Aronia, der die Strahlung mit Audiosignalen hörbar darstellt. Außerdem haben wir hier eine EMV Plus Mütze mit innenliegender unsichtbarer Silberschicht und ein Unterhemd für Damen, ebenfalls aus dünnem Silbergewebe. Ich werde nun den Spektrumanalyzer einschalten. Als Startwert sehen wir hier einen Wert von minus 23 dBm. Nun werde ich den WebCube aktivieren durch Einstecken. Und nach kurzem Hochfahren werden wir eine Änderung der Tonausgabe feststellen. Schlagartig erreichen wir nun also einen Wert von etwa 13 bis 15 dBm. Wenn ich nun aber die EMV Plus Mütze über den WebCube stülpe, kehren wir zurück zu einem Wert von minus 23 dBm, was dem Anfangswert entspricht. Ähnlich dazu funktioniert dies, wenn ich das Unterhemd über den WebCube stülpe. Auch hier kehren wir zurück zu einem Wert von minus 23 dBm, was dem Startwert entspricht. Entferne ich das Unterhemd wieder, bin ich wieder bei 9 dBm. Wir wiederholen nun das Experiment mit diesem WLAN-Router und wir hören und sehen schon eine Feldstärke von bis zu 17 Milliwatt pro Quadratmeter. Ich hebe nun diese EMV Plus Mütze über die Antenne und schlagartig reduziert sich die Strahlenstärke auf hier 11 Mikrowatt pro Quadratmeter. Mache ich es wieder rückgängig und entferne das Schutzschild, sind wir zurück beim Ursprungswert. Wir kommen nun zu einem besonders anschaulichen Experiment anhand dieses Smartphones, welches wir in diesen Oberkörperprotektor für Damen einwickeln werden und ihm damit den Empfang abschneiden. Wie Sie sehen, starten wir bei gutem 4G-Empfang und werden nun das Telefon im Silbernetz einwickeln und es an beiden Seiten gut verschließen. Nun warten wir ein wenig, bis sich der Empfang reduziert. Nach wenigen Sekunden sehen wir schon, dass dies eintritt. Das Handy sendet nun mit voller Leistung und sucht einen Weg aus dem Silbernetz, das wie ein faradäischer Käfig wirkt. Und schon haben wir kein Netz mehr. Nehmen wir es wieder heraus. Sehen wir, dass es nicht lange dauert, bis das Netz vollständig wiederhergestellt ist. Wenn Sie das Experiment zu Hause mit Ihrem eigenen silbernen Protektor nachmachen wollen, bitte unbedingt darauf achten, dass Sie einen Isolator wie diese Plastikbox verwenden, da bei allen neueren Smartphones die Antennen nach außen verlängert sind. Diese sind nicht isoliert und bei Kontakt mit dem Silbernetz wirkt das Hemd wie eine verlängerte Antenne.
Kennen Sie schon unsere brandneuen Mini-Schutzschilde zum Aufbügeln auf die Hosentasche? Wir werden uns sehen, wie sie funktionieren. Beginnen wir damit zu überprüfen, wie stark das Mobiltelefon während dem Video-Streaming sendet. Wir kommen hier auf Werte von über 150 Milliwatt pro Quadratmeter. Hier haben wir sogar über 400. Nun lege ich das EMV Plus Mini-Schutzschild zum Aufbügeln auf die Hosentasche, auf das Telefon, das Messgerät erneut darauf. Und hier haben wir stark reduzierte Werte gleich von Beginn an. Maximal 400 Mikrowatt pro Quadratmeter, was um einen Faktor 1000 kleiner ist als zuvor. Entferne ich es wieder, sind wir wieder bei bis zu 400. Ich denke, in unserem Video konnten wir die Wirkungsweise unserer Schutzschilde ausreichend demonstrieren. Natürlich macht es nicht allzu viel Sinn, das Mobiltelefon selbst darin einzuwickeln, da ist es besser, es einfach auszuschalten. Oder Sie tragen unsere Schutzschilde einfach selbst. Be protected!